Seit vielen Jahrhunderten verspeist der Mensch eines für sein Leben gern: Meereshummer. Nun hat sich einer aufgemacht, um den Menschen das Fechten zu lehren. Homer, der Meereshummer. Denn Homer ist kein gewöhnlicher Meereshummer. Neben viel Mut und Tapferkeit versteht er die menschliche Sprache und ist Großmeister in der geheimen Kampfart des Hummerfluges. Um seinen Angriff auf die Menschen zu starten, ließ sich Homer fangen und einfrieren und wurde dann in der Badewanne der Familie Wörisch wieder aufgetaut. Natürlich nutzte er die Gelegenheit zur Flucht. Gedrängt durch die Vergeltung der Millionen von verspeisten Meereskollegen erlangte Homer nahezu Unmeereshummer mögliche Kräfte. Homer wollte nur noch freikommen, um den Rachefeldzug gegen die Menschheit beginnen zu können. Das erste Opfer musste aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Hier riecht's lecker nach Hummer. Er kann gleich in meinen Bauch wandern. Oh Gott, wie ist denn der da rausgekommen? Ich glaube, der lebt ja noch. Das Einzige, an das Homer noch denken konnte, war Vergeltung. Die Menschen sollen jetzt für jeden einzelnen verspeisten Meereshummer bezahlen. Blut soll fließen. Und zwar nicht nur literweise. Homer konnte es nicht mit allen Menschen alleine aufnehmen. Er brauchte Verstärkung. Daher begann er, seine Kameraden ebenfalls zu befreien. Das ist der Beginn einer grausamen Revolution gegen die Menschen. Das Einzige, das Homers Blutrausch beenden kann, ist noch mehr Blut.